Ja, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Reaction hier auf dem Kanal. Weiter geht's mit einem weiteren Trailer von Neo Berlin 2087, dem Gamescom 2023 Story und Gameplay Trailer von der PS5. Also mal schauen, wie die Grafik aussieht. Und das letzte Mal fand ich es ein bisschen eintönig, generisch, ein bisschen so auch blass von den Farben her. Hat mich jetzt nicht so sehr an Neon-Schilder und Grafiken erinnert. Aber mal schauen, was jetzt hier in diesem Trailer gezeigt wird. Von daher, let's go! Ich bin ja mal gespannt. Neo Berlin, 2087. They're all fighting to take control over the city. Inside the Neo Berlin Wall, the corporations control everything. The elites live in luxury. Rebels try to destroy it all. And the rest just fights to survive. The nightmares keep getting worse. Terrifying dreams become reality. The police chief has been murdered. I'm Special Investigator Nolan. I have to track down his daughter Natalie. She saw what happened. Whatever she knows must be big. A journey to save her. Das sieht ganz schön aus. I hope I'm not too late. Whoever's responsible doesn't want this to be solved. I'm being followed, targeted. The truth is always a threat when corruption is in control. Maybe I can stop this city from falling into chaos. Ich denke mal, es möchte so ein bisschen ins Düstere und trostlos hineingehen. Finde ich allerdings ein bisschen schade. Und eben wie gesagt, zum Beispiel, wo haben wir es? Diesen Ausschnitt hier. Sieht ziemlich schön aus. Farbig grün, poppig. Aber wenn man sich eben dann wieder diese Szene hier anschaut von der Stadt, sieht alles ein bisschen so gleich aus irgendwie. Also silber, grau, betonmäßig. Aber die Story hört sich interessant an. Da das Ganze auf der Unreal Engine 5 entwickelt wird, wird es wahrscheinlich auch sehr gut aussehen. Okay. Das Waffen-Gameplay sieht auch noch ein bisschen so weniger gut aus, finde ich. How do you save humanity if no one's fully human? Neo Berlin 2087. Will natürlich sehr an Cyberpunk wahrscheinlich anlehnen mit dieser Zahl hier. Aber davon mal abgesehen. Eben wie gesagt, die Story finde ich interessant, hört sich spannend an mit diesem Detective, den man spielen wird wahrscheinlich. Obwohl man ja im ersten Trailer eben auch einen Roboter gesehen hat, den man gespielt hat. Mal schauen, wie sich das auswirken wird oder wie genau das sein wird. Ja, und wenn die City wirklich so trostlos, grau, düster aussieht. Ich weiß nicht, ob das so gut zu diesem Namen hier passt, Neo Berlin. Für mich spricht jetzt Neo eher in die Richtung Neon. So ein bisschen eben richtig Cyberpunk-mäßig. Diese Neonfarben, aber mal schauen. Und was mir auch aufgefallen ist hier, der Charakter ist ziemlich so flach. Sieht nicht so charakterisch aus. Keine großen Details. Ein bisschen einfach gehalten. Sieht auch so ein bisschen aus, als ob er nicht wirklich so viel durchgemacht hätte, was jetzt in diese Story, was da erzählt wurde, mir so rübergebracht wurde. Dass da eigentlich schon ziemlich viel passiert ist. Aber ja, mal schauen. Ist ja noch wirklich sehr frühes Gameplay und Videomaterial von diesem Spiel. Von daher würde ich sagen, warten wir einfach mal ab, wie es dann weitergehen wird. Es hört sich ja auf jeden Fall interessant an. Und ich werde es mir dann wahrscheinlich schon auch anschauen.
Man kann es auf jeden Fall schon mal wishlisten auf Steam und Epic. Von daher bin ich gespannt darauf. Und somit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.